Hallo, willkommen zu einem neuen Gameplay-Video. Ja, ich habe in letzter Zeit ein paar Grafikeinstellungen, also Qualitätseinstellungen gemacht und so. Und deshalb kommen jetzt die 2 Tage nur ein Video eigentlich. Also ja, weil ich mehrere Videos schlecht hochladen konnte, sie einfach zu lange dauerten, weil irgendwie die Qualität so explodiert, wenn man mal ein bisschen mehr Bitrate macht und so. Aber es sollte jetzt eigentlich besser von der Qualität her sein. Und eben, es gibt ja recht viele Neuerungen dann mit Hardware und so weiter, dass alles besser wird. Und dann kommen ja die Livestreams wieder. Und dann mache ich vor allem Rollenspiel. Aber im besonderen Rollenspiel, es wird extrem witzig sein und so weiter. Was ich jetzt nicht gerade so verstehe, ist, wieso die Videos einfach nicht gerade so viel Reichweite haben. Man kann es vielleicht verstehen, wenn ihr auch irgendwie beginnt mit Videos oder so, bekommt zuerst einmal nicht so viele Aufrufe. Aber ich habe so irgendwie das Gefühl, dass GTA Online oder eher Prime Games auf YouTube einfach nicht mehr so beliebt sind. Dass ich eventuell halt auf Twitch livestreamen werde oder auf den neuen Plattformen oder anderen Plattformen, die es so gibt. Und halt einfach Videos dann hochlade auf YouTube, also von dem Livestream, die folgenden, also die Wiederholungen sozusagen, einfach die Aufnahmen davon. Und ja, ich halt einfach Geduld haben muss. Ihr kennt das vielleicht, dass, also ihr kennt vielleicht, dass ich ADHS habe, also scheinbar schon. Das ist jetzt noch nicht definitiv, aber da ist man halt einfach ein bisschen emotional, also möchte man gerne ein bisschen, ja, vorwärts kommen im Leben und so weiter. Und das stinkt halt ein bisschen mehr für die auf YouTube oder so. Ich weiß nicht, wie viel es haben, aber fast jeder Zehnte oder jeder Fünfte sogar hat eigentlich ADHS auf eine Art und Weise. Und das ist eigentlich keine Krankheit, sondern eine Erbentwicklung, dass die halt einfach mehr von der Umwelt mitbekommen. Und es hat auch immer sehr mit dem Hyperaktivitätssyndrom verwechselt wird. Und das ist ADS und nicht ADHS. ADHS ist eben, dass man einfach sensibler auf viele Dinge wirkt und deshalb einfach mehr Mühe hat. Aber das sind meistens die, die halt ruhiger sind und nicht unbedingt like geil sind oder die Aufmerksamkeit brauchen. Also die brauchen am wenigsten Aufmerksamkeit. Und eben, ich brauche ja eigentlich auch keine Aufmerksamkeit, nur ich komme halt nicht vorwärts und deshalb muss ich da schon ein bisschen etwas sagen. Aber ich bin ja nicht der, der sagt, ja, liked bitte, stellt die Glocke ein und so weiter. Und das ist hoffentlich schon besser, dass man vorwärts kommt. Aber ich habe so das Gefühl, dass viele Menschen halt einfach nicht so bei der Sache sind, wenn sie Videos schauen und dann halt vergessen zu liken oder Kommentare zu schreiben oder einfach keine Lust haben. Und ich habe so das Gefühl, die haben Lust. Also die ADHS-Leute. Und da bin ich eigentlich zufriedener, dass ich ADHS habe, als nicht. Weil irgendwie ist es für mich besser. Ich merke einfach, wie gut ich einfach Sachen machen kann, weil ich nicht so viel Aufmerksamkeit brauche, nicht so viel Ablenkung möchte. Eben Aufmerksamkeitsdefizit, also weniger Aufmerksamkeit brauche. Und eigentlich sollte das positiv für jeden Let's Player sein. Ja, scheiße, Kleider. Gestern Auto. Vorgestern Auto. Dann Discount. Und jetzt Clothing. Hä? Irgendwie habe ich gar keine schlechten Sachen mehr. Na gut, da trinken wir doch eins. Kurz. Auf das Glück. Jetzt habe ich gar nicht geschaut, was ich gewonnen habe. Das werde ich im Video noch ansehen. Also, aber es sind immer hässliche. Also ich muss es wirklich jetzt nicht nachschauen. Es geht auch immer so lange. Irgendwas nachschauen oder so. Ja, da ist man halt schon ein bisschen früh wieder, wenn das Game ein bisschen schneller gemacht werden könnte oder einfach GTA 6 dann ein bisschen schneller ist. Und so Sachen, Menüführung oder Laden oder so, ist wirklich schlimm. So, kipp um. Kipp um, kipp um.
Kippen Sie um. Bam. Zweimal Kopf gestoßen. Ah, heftig. Ja, und ich bin extrem viel glücklicher jetzt wieder, dass ich aufnehmen kann. Lol, oben. Ich bin oben auf der Terrasse. Yeah. Aufgewacht, das ist das erste Mal. Ja. Ja, ich gehe innen raus. Man stirbt, glaube ich, jedes Mal, wenn man hier runter will. Ja, ich will doch immer ein bisschen Abkürzungen manchmal in den Spielen. Einfach, dass es schneller geht. Ja, da auch ein bisschen Ungeduld. Oder Grinding mag ich echt momentan nicht. Also ich habe extrem viel gegrindet in Diablo 2, dann ein paar Verfexe, also Diablo 3, dann ein paar Verfexe. Und ja, momentan habe ich so das Gefühl, ich brauche es echt nicht mehr. Es ist einfach Zeitverschwendung. Ja. Okay. Ja. Was in der nächsten Zeit wahrscheinlich kommen wird, ist ein Gamepad, das ich unbedingt brauche für GTA. Ich merke es einfach wieder. Und dass ich momentan auch ein bisschen zu ungeduldig bin auf Minecraft. Also sorry, dass jetzt nur ein paar kamen. Aber ich merkte echt, dass es einfach für mich nichts ist momentan. Es ist einfach auch krankheitsbedingt sozusagen. Dass ich einfach momentan halt einfach zu sensibel bin für solche Sachen. Und ja, deshalb konnte ich halt auch ein Jahr nicht aufnehmen, weil ich einfach das Gefühl hatte, ich überfordere mich. Und das ist eigentlich völlig weg. Ey, ich kann alles wieder machen, aber mache mir halt einfach mehr Gedanken. Und deshalb bin ich jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen ungeduldig auf, ja, Fortschritt bei YouTube. Also nicht wundern, wenn ich halt auch ein bisschen weniger machen kann. Normal kein Video am Tag kommt oder so. Also ich werde es mich extrem bemühen, dass eigentlich jeden Tag Videos kommen. Aber ja, ich würde dann lieber noch mehr machen, wenn ich wirklich die Hardware auch hätte. Ein besseres Gamepad zum Beispiel. Ja, hier seht ihr ganz viele Platzierungsbugs, dass Rox einfach falsch platziert hat, die Gegenstände. Und ja, das habe ich noch nie im Internet gesehen. Ich habe extra vorher nochmal nachgeschaut. Ja, man muss sich ein bisschen, ja, Sachen suchen. Das hat mich extrem motiviert. Wenn man irgendwas etwas zeigen möchte, das machen die Leute einfach nicht mehr. Sie machen sich nicht mehr die Mühe ab den Videos oder so. Ich merke es immer öfters, dass viele eigentlich aufhören, so ein bisschen Videos zu machen, die etwas zeigen, etwas Sinn hat, oder? Also ich sehe es zum Beispiel bei Cyan, Cyan, ne? On. Und der macht eigentlich, ja, den mochte ich eigentlich früher, also noch keine Livestreams gemacht hat, noch nicht aufmerksamkeitssüchtig war, mochte ich ihn eigentlich. Und jetzt macht er einfach so belanglose Videos, wo ich denke, nee, wieso habe ich das geschaut, das Video überhaupt? Das ist so sinnlos. Der braucht nur Aufmerksamkeit. Mehr nicht. Also, dass er zum Beispiel zeigt, wie er zum Beispiel ein Auto klaut oder eine Bank ausraubt und so, das braucht man nicht, oder? Das ist sinnlose, ja, Videomacherei. Und da möchte ich schon ein bisschen etwas mehr oder besser machen. Also, ja, wie soll man sagen? Ich bin halt einfach einer, der euch so gut wie möglich motivieren möchte, so gut wie möglich Freude an den Videos geben oder auch Lust mitzumachen geben und so weiter. Aber es klappt halt einfach noch nicht so gut, weil ich noch nicht so bekannt bin. Also ich wieder eher unbekannt wurde durch die Abwesenheit. Es würde einfach für euch Sinn machen, mich ein bisschen zu unterstützen. Ihr müsst nicht viel machen. Ich zwinge euch nicht. Aber ihr könntet vielleicht ein Like da lassen oder ja, wenn ihr es nicht mögt, am besten einfach einen Kommentar schreiben, was nicht so gut ist bei mir oder wieso ihr nicht unbedingt das Video anschauen wollt, weil es wird jetzt eigentlich kaum geschaut und deshalb ja, möchte ich euch einfach ein bisschen motivieren, damit es auch bei mir ein bisschen vorwärts geht, weil Aufmerksamkeit bekommen schon sehr viele. Ich brauche da wirklich keine Aufmerksamkeit. Aber aus Aufmerksamkeit bekommt man ja
Zuschauer und ja, deshalb möchte ich da schon ein bisschen, ja, einfach auch besser werden. Was gefällt euch? Was möchtet ihr hören? Ist es wirklich für euch schlimm, wenn ich um Abos bettle oder so? Nee, ich will das ja nicht machen. Aber die Leute, also die YouTuber müssen so langsam extrem Abo betteln, Like betteln, Glocken betteln, alles Mögliche machen, Werbung machen, dick. Die kommen auch gut an. Aber Leute, die keine Werbung machen oder einfach nicht viele Videos machen oder einfach noch unbekannt sind, die kommen einfach gar nicht an. Also, versteht ihr? Ich möchte nicht so ein Aufmerksamkeitsgeier sein. Und deshalb, ich lasse die Entscheidung, aber. Oh, da war ein Strom aus dem Weg. War so schnell, ich sah ihn gar nicht. Ja, also dass ich doch schon vielleicht auch Zuschauer brauche, langsam, damit ich ein bisschen vorwärts komme, die einfach mir die kleine Zeit, die sie halt aufwenden müssen, nachgeben. Einfach mal kurz einen Daumen drücken. Ja. Ich sage jetzt nicht, aber ja, viele sind irgendwie. So, da soll ich wegen den Lecks und dem Ton weg. Es ist wieder Wackelkontakt am Headset, deshalb kaufe ich ja bald ein neues. Also es geht wahrscheinlich nächste Woche los, also dass ich sofort das Headset habe, das neue. Deshalb leckt es, weil es irgendwie. Ja, studiert oder das Game, der Game Sound anpassen muss. Jo. Also, naja, das Rollenspiel geht dann eben los mit dem neuen Headset. Und eventuell, wenn ich ein Schneideprogramm habe, da brauche ich unbedingt Hilfe. Also, wenn jemand sich auskennt oder so und etwas empfehlen kann, auch wenn es kostet, dann ja, bitte ja, Bescheid sagen. Und ihr dürft gerne aktiv sein bei Discord. Da bin ich eigentlich immer aktiv und warte auf Kommentare. Also nur, wollen die meisten halt auch immer anrufen und ich habe halt nicht gerade immer so viel Zeit. Ja, mal schauen. Also wenn ihr auch nur schreiben wollt oder so, seid ihr sehr beliebt bei mir. Also ich beantworte alles schriftlich. Wenn ihr auch schriftlich etwas schreibt, oder? Oder ihr dürft mir jederzeit anrufen, aber eben, es ist halt nicht immer so, dass ich Zeit habe. Ich bin ein Profisportler, so langsam. Ich brauche einfach viel zu viel Zeit zum Sport sein. Aber es tut mir halt gut und wenn es mir gut geht, kann ich auch viel besser aufnehmen und Livestreams machen da. Ja. Des Weiteren, bin ich jetzt auch wieder ein bisschen weniger anfällig auf bestimmte ja, Emotionen und so weiter. Also ich kann jetzt einfach mich besser artikulieren und so weiter und das hilft mir auch weiter. Ich habe schon einfach gemerkt, dass ich halt einfach als Fremdländer, also Schweizer und Schweizerdeutsch, halt ein bisschen Probleme habe, richtig Hochdeutsch zu reden oder dran schnell Hochdeutsch zu reden. Das ist klar. Aber das ist die Gewöhnung, die ich einfach brauchte. Und jetzt sollte eigentlich alles besser sein. Und wenn es euch halt nicht gefällt, dann schreibt es bitte. Oder? Aber ich habe nun mal Probleme, weil ich nie Hochdeutsch also reden muss. Für uns im Hochdeutsch sozusagen. Blockdeutsch. Oh, was ist das für ein Vieh? Ich will nicht gestochen werden. Weiter. Gut, ja, eben, ich bin eben sensibel und wenn eine Mücke stich oder so ist, dann spüre ich das natürlich viel mehr als andere. Oder zum Beispiel Blutabnahmen beim Doktor. Das sind momentan extrem. Ja, das ist halt einfach, ja, der Körper, der einfach viel mehr will und die Krankheit hat. Ich weiß es halt noch nicht, ob man da so viel machen kann. Also jetzt wirklich daran arbeiten kann, dass man weniger spürt. Weil du kannst ja einem Schuss auch nicht einfach extrem ausweichen oder abhaben.
Also wenn du dich ein Schuss triffst, dann hast du eine Verletzung. Und das ist genau das Gleiche. Wenn du einfach besser hörst, besser siehst, besser fühlst, besser schmeckst, dann hast du so einfach dieses intensive Gefühl, oder? Und genau das macht halt auch das Leben ein bisschen schwieriger. Aber ich habe gemerkt, dass es viel mehr hilft, einfach besser zu sein, oder ja, einfach Talente aus dir rausspringen lassen. Ich habe schon gemerkt, ich habe so viele Talente, also ich könnte so viel machen. Nur eben das auszuhalten ist schwer. Deshalb möchte ich jetzt eigentlich so arbeiten, dass ich Fußballprofi werde und eventuell halt auch ein bisschen Erfolg. Hä? Ich habe doch gar nicht Tempo gehabt. Oh, geht ja so unlogisch manchmal. Ja, gut. Ja, ich hatte wenig Leben, weil ich ja vorher auch kurz gestürzt bin. Naja, also es war jetzt wirklich langsam. Eine Stange macht doch nicht so viel, ey. So, habe ich den gar nicht reinglitschen. Können wir unten durch. Ja, sehr schön. Ach, ich liebe den Parkour hier. Einfach diese Strecke. Machst du keinen Willi? Bist du blöd, hä? Irgendwie hat man manchmal zu viel Tempo und das zieht sich nicht mehr so hoch. Oder war noch nie in GTA San Andreas, war das glaube ich nicht. Boah, ich war so GTA San Andreas Sicht. Ich hoffe einfach, dass da auch wieder ein bisschen beliebter wird irgendwann. Vielleicht, wenn ich mehr Zuschauer habe, so, dann kann ich auch GTA San Andreas Videos machen. Die einfach so ein bisschen das Spiel nochmals zeigen. Oder auch ein paar Einzelheiten, ein paar Infos, ein paar Tipps und so. Nicht so viel natürlich, weil ich ja eigentlich ein GTA Online YouTuber im Allgemeinen sein möchte, weil es mir einfach am besten gefällt. Oder ein bisschen paar Verwechslungen noch. Oh, jetzt ist das Motorrad ein bisschen langsam gekommen. Ich mache alles zu Schrott. Ich bin der beste Bauer der Welt. Ja, wenn man nicht so gut steuern kann, also hypersensibel, also das Game ist völlig für die, die nicht sensibel sind. Was ist denn eigentlich das Gegenteil von sensibel? Altersschwach. Schwach halt einfach. Ui. Ah, oh, das war ein Den Kopf, das Gesicht einfach mal in die Röhre reinstecken. Von da oben runter irgendwie. Ja, jetzt habe ich natürlich schon lange Video gemacht und bin noch nicht fertig. Das möchte ich gerne noch euch sagen. Es ist halt einfach, ich brauche ein bisschen noch paar Ideen und Infos. Also ich möchte euch Infos noch geben. Deshalb mache ich jetzt nochmal so ein bisschen Info-Video eher. Und weil ich heute auch alleine bin, jemand ist online. Also heute ist gerade wirklich der Tag der Ferien. Ja, ist nicht weiter schlimm. Also man muss halt einfach irgendwie die Aufmerksamkeit bekommen zuerst und nicht die Aufmerksamkeit so geben. Ich finde es einfach übertrieben, wie manche Leute extrem emotional sind. Weil sie einfach diesen Neid haben im Hintergrund, also sie sich immer besser beweisen müssen als andere. Das habe ich überhaupt nicht. Deshalb bin ich auch noch so klein, also noch so wenig Abonnenten und wenig Aufruf und so. Gebt mir doch die einfach. Also ja, es ist für viele Leute schwer, etwas zu sehen, etwas Gutes zu sehen, wenn man keine Aufmerksamkeit den Zuschauern gibt. Das ist also sich nicht merkt, dass der Videomacher oder Livestream Aufmerksamkeit braucht oder nötig hat, aber es eben auch nicht zeigt, weil er halt einfach ein netter Kerl ist, oder? Und deshalb, ja, es ist halt einfach schwer. Es können nur die, die extrem frech sind und sich eben emotional extrem äußern oder einfach sich cool fühlen und so weiter. Die werden erfolgreich. Das ist genau der Fehler, der eigentlich jeder macht. Schenkt doch einfach denen, die nicht gerade so viel machen, dafür anders machen. Also das ist halt auch so. Viele bekommen halt mega Unterstützung und die können gut sein. Viele bekommen halt keine Unterstützung und können dann halt auch nicht gerade so extrem emotional sein.
Ja, die können den Leuten halt nichts zeigen. Die Menschen müssen halt einfach intelligenter werden beim Video schauen und so. Oh, ein Busch mitten im da, Schutzschrank, ja, Schutzblech, Abprallschutzding. Wie sagt man dem? Ja, das ist auch wieder ein deutsches Wort, das es in der Schweiz nicht gibt. So. Gut, dann machen wir auch so. Ah ja, das Klo muss mal abgeschleppt werden. Abgerissen werden. Ha! Dixi-Klo. Geh weg. Geht es nicht? Da hakt sich zu weit im Boden drin. Dann wird es verquetscht. Dann schleppe ich halt das Auto ab. Gut. Ja, also ich mache einfach weiter mit den Videos, auch wenn sie nicht gut auf, ja, nicht so gut auf YouTube sind, Aufmerksamkeit bekommen. Irgendwann klappt es halt auch, aber ja, es ist halt eben schwer langsam auf YouTube irgendwie das zu erreichen. Es wäre schon gut, wenn ich da Unterstützung bekomme, wie auch andere. Also ihr habt sicher viele abonniert und gebt denen Unterstützung, auch wenn ihr nur die Videos schaut oder so. Würde mir auch weiterhelfen. Und dafür braucht ihr Motivation natürlich. Ihr müsst sehen, dass ich auch gut bin und so weiter. Also einfach mal ein bisschen anschauen und halt meckern, wenn ihr halt nicht zufrieden seid. Ich habe auch gemerkt, dass viele neue, also Nicht-Abonnenten meine Videos schauen. Das ist halt einfach so langsam auf YouTube so, dass man nicht mehr direkt abonniert und so weiter. Das ist klar. Also, eben, ich brauche ja eigentlich nicht so extreme Aufmerksamkeit, aber ich möchte halt schon vorwärts kommen. Das wäre nochmals ein falsch platzierter Busch. Oder gerade Blumen. Ja, ich merke auch, dass hier Rockstar hat sich auch nicht gerade so Mühe gemacht hat bei der Platzierung von verschiedenen Dingen. Es gibt so viele falsch platzierte Sachen, die halt einfach ein bisschen wehtut, aber eigentlich völlig sinnlos sind, oder? Jetzt braucht kein. Ah, ein fliegender Busch. Sehr schön. Nochmals ein fliegender Busch. Hallo. Guten Tag. Hat's hier unten nichts? Einfach nur durchlässt. Oh. Gut. Oh, ist kaputt. Nee, brauche ich nicht. Anrufer stinken. Das sollte man abbrechen können. Ah ja. Also, dass es mir einfach gut geht und fröhlich bin und so. Dass ich euch wieder ein bisschen etwas mitteilen konnte. Und zwar, ich finde es cool, dass hier Kaninchenkäfige sind und so weiter. Überall, also ziemlich viele. Und so weiter. Und die Details sind so cool. Also, ich mag einfach GTA so richtig. Auch wenn es halt einfach falscher Publisher und falscher Entwickler ist. Also, ich hätte gerne einen fürsorglicheren Entwickler, der auch im Singleplayer das macht und auch irgendwie optisch etwas verändert oder ja, Missionen machen, die nicht immer abstürzen oder so. Es gibt ja jetzt diese Überlebenskämpfe wieder neu, also neue davon. Und ja, da geht eigentlich kaum was. Ich werde mal kurz probieren, ob jetzt etwas geht. Also gestern ging kaum was und ich wollte unbedingt das aufnehmen. Okay, jetzt geht's. Cool. Aber ich werde nicht überleben natürlich. Ich bin noch zu wenig gut im Echo. Also shooten. Ich wäre kein Echo-Shooter, ah, ja schon. Aber nicht gerade so ein guter. Also einfach ein Action-Adventure-Spiel. Ja. Aber ich denke, ich beende das Video und mache, sobald er jemand online ist, von meinen Aktiven, also die wirklich in meinen Videos dabei sein wollen. Und dann machen wir das, gell? Also, viel Spaß mit anderen Dingen. Und ja, nächstes Video wird wahrscheinlich ein Überlebenskampfvideo oder sonst irgendwas. Und wenn ich das Headset habe, dann mache ich wirklich. Und ich werde eigentlich jetzt schon beginnen, ja. Ich werde es noch in die Kommentare schreiben. So. Dann. Bis nächstes Mal, wenn ihr Lust habt.
Oder ja, auf Wiedersehen. Tschüss. Ah, jetzt habe ich noch ein bisschen Asthma. Nicht wieder Wackelkontakt, ja? Ah, ich brauche neue Sätze. Bitte spendet mich jetzt. Tschüss.